Hallo zusammen, das ist der André, ich bin der Stefan, wir sind Regisseure von «Unterwasser atmen», das zweite Leben des Dr. Nils Jent. Und ich sehe Cars Meets Zürich Film Festival. Seit dem Unfall habe ich einen wiederkehrenden Traum. So scheiss, falle meistens ins Wasser. Und ich weiss, wenn ich eine riesen Panik habe, ich will die ersticken oder schicken. Und bei dem Unterwasser merkst du, ich kann Unterwasser schaufen. Ja, es geht um die Lebensgeschichte von Nils Jent. Nils Jent ist ein schwerstbehinderter, sehbehinderter und sprechbehinderter Forscher der Uni St. Gallen, der mit 18 Jahren einen Motorradunfall hatte und sich dann in langsamen Schritten, aber mit stetigen Schritten zurück ins Leben gekämpft hat. Er war einfach unerschrocken, er hat einfach keine Gefahr, hinter nichts hat er eine Gefahr gewesen. Ein junger Mann aus gutem Haus, ja, der das Leben relativ einfach nimmt und leicht nimmt und viel Erfolg hat bei den Frauen. Die Umstände weiss man nicht, er ist einfach geradeaus gefahren, statt in die Kurve. Es war das erste Mal, dass wir einen Dokumentarfilm gemacht haben über eine Person, allgemein einen Dokumentarfilm. Und wir haben wirklich festgestellt, um das Vertrauen aufzubauen in der Person, braucht es unglaublich viel. Gerade wenn diese Person nicht sehen kann, sich nicht so gut bewegen kann, halt wirklich auch versucht, deswegen möglichst viel zu kontrollieren von seinem Umfeld. Ja, und wirklich der Weg da war dann wirklich auch, ihn zu treffen, ohne die Kamera, einfach mit ihm Zeit zu verbringen und so ja, eine gewisse Freundschaft mit ihm aufzubauen. Das, was berührt beim Film, ist schon einfach dieses Schicksal, dieser Mensch, der nicht aufgegeben hat. Es ist ein anderes Leben, es ist ein neues Leben, es ist ein zweites Leben, wo ich gestalten kann.